Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Fußballtipp, vierter Spieltag, dritte Liga. Ja, die englische Woche, sie war dementsprechend der Bundesliga-Tipp oder besser gesagt der Fußballtipp zur dritten Liga am Donnerstag. Denn morgen spielen sie schon alle wieder. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel, was direkt nämlich morgen stattfinden wird, am Freitag, ist das Spiel zwischen dem hallischen FC und dem VfB Oldenburg. Und die Oldenburger definitiv eine gute Partie gegen den SV Elversberg gespielt. Anfangs der zweiten Halbzeit extrem überrascht, denn eigentlich sah vieles danach aus, dass Elversberg dieses Spiel an Abschluss gewinnen wird. An Abschluss haben sie es ja gewonnen, aber zwischenzeitlich hat Oldenburg das Spiel gedreht und sogar zu ihren Gunsten fast sogar zum Sieg gebracht, aber eben halt nur fast. Ja, Gegner dieses Mal, der hallische FC, 0-2 verloren gegen den SC Freiburg. In doppelter Unterzahl gewesen, aber trotzdem gekämpft wie 11. Das heißt, dieses Spiel hätte eigentlich von Halle gewonnen werden müssen, hätten sie am Ende zu 11 gespielt. So haben sie zu 9 gespielt und 0-2 verloren. Ja, natürlich ärgerlich. Jetzt im Spiel gegen Oldenburg, denke ich mal, kann vieles passieren. Und am Ende wird dieses Spiel ein Unentschieden, ein 1-1. Das nächste Spiel ist das erste Samstagspiel. Es ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem ersten FC Saarbrücken. Und ja, der ein oder andere mag jetzt sagen, so von wegen, die Ingolstädter schauen sich anscheinend wirklich meine Tipps an. Im letzten Tipp hatte ich noch gesagt, so von wegen, ja, dann spielen sie jetzt mal anders, als ich gesagt habe, und dann spielen sie wieder anders. Ja, sie haben wieder anders gespielt, nämlich wie man sie eigentlich erwartet hat. Früh das 1-0 erzielt, aber dann nicht auf 1-0 gespielt, sondern tatsächlich auf das zweite Tor gegen den VfL Osnabrück. Das hat aber irgendwie nicht so sollen sein. Es hat nicht geklappt, dieses zweite Tor. Es hat sich auch nicht böse gerecht am Ende. Ingolstadt hat dieses Spiel 1-0 gewonnen, aber trotzdem mit einem kämpferischen 1-0, nicht mit einem, wir spielen das über die Zeit 1-0. Gegner Saarbrücken dagegen, ja, auch der knappe Erfolg. Richtig interessante Elemente. Interessante Nachspielzeit, insbesondere weil eben beide Teams den Lucky Punch auf dem Fuß hatten. Aber Saarbrücken das gemacht hat, ja, eben durch einen starken Konter von den Saarbrückern. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird es gegen den FC Ingolstadt laufen? Ich denke mal, dass dieses Spiel lange Zeit in Richtung 0-0 tendiert, aber am Ende Ingolstadt knapp gewinnt mit 1-0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Verl und 1860 München, und die Münchner, ja, im letzten Spiel gegen den SV Meppen 4-0 gewonnen, ein richtig starker zweiter Auftritt, und das müssen sie eben jetzt in dieser laufenden Saison weiterhin zeigen. Diese zweite Halbzeit, die die Löwen gezeigt haben gegen Meppen, ja, in Durchgang 1 sah vieles nicht so danach aus nach einem hohen Sieg, aber Durchgang 2 hingegen, ne, 4-0 gewonnen, jetzt ist der Gegner der SC Verl, die eben in der Halbzeit allein schon die rote Karte kassiert haben und in allen Belangen nach dieser roten Karte unterlegen waren. 0-2 verloren gegen Dresden. Ja, aus Verler Sicht gilt das schon in Ordnung. Aber die Frage ist, die wird man gegen 1860 München wieder sich von einer guten Seite zeigen? Ich denke mal eher nicht. 1860 gewinnt mit 3-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Elversberg und dem FSV Zwickau. Und Zwickau, ja, knappe Niederlage gegen den MSV Duisburg. Etwas spät erst irgendwie richtig Vollgas gegeben. Andersrum, naja, taktisch gesehen wollte man da vielleicht nicht zu viel Risiko eingehen in Richtung 1-1. Und am Abschluss hat man eben dann, ja, kurz vor Ende des Spiels fast noch den Ausgleich geschafft, aber eben halt nur fast durch eine Glanzparade des Torwarts. Oder besser gesagt, weil er die Beine zusammengehalten hat. Und natürlich ist jetzt die Frage, ob jetzt gegen den FSV Elversberg das vielleicht besser laufen wird. Denn Elversberg im letzten Spiel, ja, 3-2 gewonnen gegen Oldenburg. Ne? Am Ende war das eben das Ergebnis, was man sich erhofft hat. Insbesondere, weil in Halbzeit 1 vieles darauf hingewiesen hat, dass Elversberg dieses Spiel eigentlich relativ leicht gewinnt. Was aber irgendwie zum Ende der ersten Halbzeit bzw. Anfang der zweiten Halbzeit komplett gekippt ist. Also schauen wir mal, ob jetzt Elversberg den nächsten Sieg holt gegen Zwickau. Und ich sage, ja, sie werden den nächsten Sieg holen. Elversberg gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund 2 und dem Rot-Weiß
Essen und Rot-Weiß Essen, ja, in Halbzeit 1 wollte das Tor einfach nicht fallen gegen Viktoria Köln. Und am Abschluss verliert man dann sozusagen, ja, so viel Mut und so viel Nerven und alles Mögliche, sodass man am Abschluss 0-3 zurückliegt und, ja, am Abschluss dann noch das Ehrentor, klar, gut und schön, aber trotzdem. Also Essen momentan irgendwie noch nicht so ganz in der dritten Liga angekommen. Die große Frage ist jetzt die, kann es gegen Borussia Dortmund besser laufen? Denn, ja, wie mehr gegen Saarbrücken 1-0 verloren. Ganz knappe Geschichte. Man hat kurz vor Ende des Spiels, Anfang der Nachspielzeit, das goldene Tor schon auf dem Fuß gehabt und dann ja, dann doch nicht. Und anstatt einem Punkt, beziehungsweise anstatt drei Punkte, 0. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man jetzt gegen Essen die nächsten Punkte holen? Oder besser gesagt, die ersten wichtigen Punkte holen? Denn Abstiegskampf könnte für Borussia Dortmund 2 jetzt in dieser Saison Pflicht stehen. In dieser Partie, denke ich mal, wird es diese drei Punkte geben. Dortmund gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden. Und die Dresdner haben einfach die Überzahl clever ausgenutzt, haben endlich mal wieder zu Hause gewonnen. Aus Dresdner Sicht hat das Ewigkeiten gedauert. Klar, in der letzten Saison in der zweiten Liga in der Rückserie ja nichts gewonnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man jetzt auch gegen Köln auswärts gewinnen kann. Denn die Kölner, hatte ich ja schon eben erwähnt, gegen Rot-Weiß Essen im Endeffekt den Frust der Essener ausgenutzt. Klar, wenn du das Tor nicht erzielst und der Gegner macht die Tore, dann bist du frustriert. Und das hat eben Viktoria clever ausgenutzt. Und jetzt im Spiel gegen Dynamo Dresden wird es nicht so häufig der Fall sein, dass Dresden frustriert ist. Denn sie erzielen Tore und am Abschluss gewinnen sie mit 3-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und dem VfL Osnabrück. Und Bayreuth, ja, auch da, nervöser Auftritt der Bayreuther. Klar, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das da weitergehen? Denn in den letzten Spielen hat man ja eigentlich gute Auftritte gezeigt, aber gegen Wien Wiesbaden nicht. Und das ist jetzt natürlich das der Fall, wenn du keine Tore erzielst, keine Punkte holst, ne, da droht der Wiederabstieg. Klar, wir sind am vierten Spieltag, kann doch alles sich drehen und wenden. Aber Gegner Osnabrück, ja, die enttäuschen momentan in dieser Saison. 0-1 verloren gegen Ingolstadt in einem, ja, körperbetonten Spiel, man muss es so sagen, gefühlt sind die gelben Karten da um die Ecken geflogen, klar, eher für Ingolstadt, aber trotzdem, klar ist es jetzt die Frage, ob man ein körperbetontes Spiel auch gegen Bayreuth sehen wird. Ich denke mal, Osnabrück wird jetzt langsam die Kurve kriegen und jetzt wieder Richtung Aufstiegsrennen schauen können und damit dem 2-0 Erfolg definitiv 3 Punkte holen. Das nächste Spiel ist das erste Sonntagsspiel. Es ist das Spiel zwischen dem SV Meppen und dem SV Waldhof Mannheim. Und die Mannheimer im letzten Spiel knapp gewonnen gegen Erzgebirge Aue. Ja, in der 88. Minute ist es 1-0. Also so ein Spiel, wo man sagen müsste, okay, das Spiel hat keine Tore verdient. Und so eins war es bei Mannheim gegen Aue. Also ein Spiel, wo man sagen müsste, okay, hätten sie 0-0 gespielt, hätte keiner sich beschweren dürfen. So hat Mannheim gewonnen mit 1-0. Und so haben sie wichtige 3 Punkte für die auch für das Aufstiegsrennen gesammelt. Gegner dieses Mal der SV Meppen, die gegen einen Mitaufstiegsaspiranten, oder besser gesagt einen Aufstiegsaspiranten gegen 1860 München 0-4 verloren haben. Also, na, da ist natürlich nicht viel Gutes gelaufen. Die große Frage ist natürlich die, wie wird es jetzt gegen Waldhof Mannheim laufen? Ich denke, dass Mannheim dieses Spiel gewinnen wird mit 2-1. Das nächste Spiel findet ebenfalls am Sonntag statt. Es ist das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und dem SV Wien Wiesbaden. Und die Wiesbadener gegen Bayreuth mit 4-1 gewonnen, was aus meiner Sicht vielleicht zu niedrig war. Tatsächlich. Wiesbaden hatte eigentlich diverse Möglichkeiten, auch das Ding am Abschluss richtig deutlich zu gestalten. Sie haben es aber am Ende nicht richtig deutlich gestaltet. Wobei 4-1 kann schon eine Deutlichkeit sein. Aber ne, Torverhältnis kann natürlich hinten raus auch wichtig sein. Gegner Aue würde natürlich auch gerne mal so welche Probleme haben. 0-1 verloren gegen Waldhof Mannheim, anstatt Wiederaufstieg, bedeutet das jetzt momentan auch darauf achten, dass man nicht absteigt. Also der Durchabstieg in die Liga 4, das wollen die Erzgebirgler auf jeden Fall vermeiden. Und ja, knapper Punktverlust gegen Waldhof Mannheim. Gibt es jetzt einen Punktgewinn gegen Wien Wiesbaden? Ich denke mal, dass dieses Spiel dementsprechend interessant wird und dass beide Teams natürlich Siegchancen haben, aber am Ende es keinen Sieger gibt. 1-1 unentschieden.
Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt am Montag und das ist das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Freiburg 2. Und bei den Freiburgern haben sie sich einfach enorm schwer getan gegen den Halleschen FC. 2:0 zwar gewonnen, ja, aber in doppelter Überzahl. Normalerweise überrollst du den Gegner so, aber irgendwie, es war nicht so der Tag vom SC Freiburg und die hatten dementsprechend dann Glück, dass sie dementsprechend in Überzahl gespielt hätten. Sonst hätten sie dieses Spiel eigentlich verlieren müssen. Gegner MSV Duisburg, 1:0 gewonnen gegen den FFV Zwickau. Ein knapper Erfolg, aber ein Erfolg, der 3 Punkte bringt, der wiederum ein bisschen Ruhe in das Team reinbringt. Gibt es die nächsten Punkte vielleicht sogar gegen den SC Freiburg? Ich denke mal, den Flow werden sie definitiv in dieses Spiel nehmen und Duisburg gewinnt mit 2:1. Das waren meine Tipps für diesen 4. Spieltag in der 3. Liga. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Tipprunde abgeben und in den Kommentaren eure Meinung. Und ich hoffe, dass ihr dann zum kommenden Spieltag wieder dabei seid. Also, bis dahin eine gute Zeit und ciao.